wie ihr das macht. So. Und immer wieder schön anziehen. Seht ihr, nur eins erwischt, gleich nochmal zwei. So. Dann können wir mal die reinzählen, wie viele noch fehlen. Ja, manchmal hat man große Reste. Die große Reste kann man dann für die Umrandung nehmen. Wenn man noch mal eine Farbe möchte, die man hier drin hat. Oder eine neue. Keine Ahnung, wie ihr das machen möchtet. Ich zeige euch jetzt nur, was ich, wie ich das mache. Vielleicht sagt er auch, ach, ich mache das ein bisschen anders. Ja, aber schön, dass du hier bei mir zuguckst. Vielleicht möchtest du meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch kein weiteres Video, was ich so geplant habe. Ein, zwei Videos die Woche sollte machbar sein, auch für euch zum Nachregeln. Vielleicht kommt auch mal ein Strick. Heißt ja nicht umsonst Wollliebe häkeln und stricken. Ja, ich stricke, ich häkel. Kommt drauf an, wie das so in meinem Alltag eben ist. Manches häkel ich, manches stricke ich. Ich habe mich da nicht so festgelegt. Manchmal sehe ich was Gestricktes, wo ich denke, oh, ich möchte das lieber häkeln und dann tüftlich und tüftlich. Und dann häkel ich das lieber. Gibt ja genug Bücher, wo man reingucken kann. Es gibt genug Ideen und dann muss man eben ausprobieren. Und an diesem Ausprobieren möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Ich hätte es beinahe nicht erwischt. So, jetzt. Ja, guckt mal, wie schön das aussieht. So, ich würde sagen, wir machen das nochmal zurück. Und dann ziehen wir mal die rein. Lege ich mal meine Hand drauf. Ja, wenn man so viel hat, sollte man das dann ausprobieren. Ich hoffe, ihr konntet es immer gut sehen. Wenn nicht, lasst mir mal was da. Ich habe das noch nicht so raus. So, noch die paar machen wir jetzt noch zusammen, dann zählen wir. Legen wir die Hand auf, auf den entstehenden Topflappen. Man kann sich auch so kleine Läppchen häkeln und eine Decke draus machen. Würde ich euch aber andere Wolle empfehlen. Na gut, die kann man schön kochen. Also Baumwolle geht ja. Seht das noch ein Stück? Dann würde das schon reichen. Also häkel mal bis hierher und dann mache ich die letzte Wolle dran. Ich ziehe das mal schön fest. Mache mir mal noch für ein bisschen so. Und dann machen wir die blaue Wolle dran. Der letzte Farbwechsel also sozusagen. Und ihr habt gesehen, es dauert doch überhaupt nicht lang. Das kann man abends mal schnell machen, noch zwei Stück. Oder wenn ihr das euren Kindern beibringt,
Da hat man dann auch schnell ein Erfolgserlebnis und das Kind hat was für die Oma zum Schenken. Da freut sich die Oma sehr drüber. Und wenn es nur ein Topflappen ist. So, ich würde sagen, ja, damit das andere dann auch noch dran kann. Ich lasse hier wieder ein bisschen länger stehen. Nehme meine letzte Wolle. Ah, ist das ein schönes Dunkelblau, hä? Ich würde sagen, vielleicht machen wir damit auch den Rand. Ja, Leute, die mich kennen, wissen, dass das meine Lieblingsfarbe ist. Ist auch ein schönes Dunkelblau. Ach, ich liebe das. So, ne, falsch. Seht das? Wir brauchen erst noch eine Schlaufe und eins hier durch. So. Schön festziehen. Jetzt. Am besten so. Stücke lassen. Ja, so ist es toll. So. Okay, die letzte Reihe. Oder zwei, würde ich sagen. Eins. Zwei. Haben wir es schön mit eingehäkelt? Ja, sehr schön. Drei. Vier. Fünf. Wir ziehen das wieder fest. So, und schneiden es einfach ab. So. Lasst hier immer ein Stückchen stehen. So, und dann aufpassen, dass wirklich nur die zwei abgeschnitten werden. So, jetzt geht's weiter. Die letzten zwei Reihen, würde ich sagen. Also zweieinhalb, würde ich sagen. Also das ist ja eine halbe, gell? Ja, am Ende ist es ein bisschen knifflig, macht aber nichts. Schön festziehen und in die gleich in die wieder einstechen. So. So, seht ihr das? Man sieht fast nichts, wenn dann das erste Mal gewaschen ist. Und es sollte doch was überstehen. Ihr könnt das ja auch mit dem Trockner schmeißen, wer einen Trockner hat, wer nicht. Das kann mit beiden Handtüchern gewaschen werden. Baumwolle hält viel aus. Könnt ihr auch bei normaler Wäsche mit reinmachen. Oder so, Handwäsche. Ist egal. Baumwolle ist. Verträgt die Hitze gut. So. Wenn die Reihe beendet ist, kommt unsere letzte Reihe, also meine letzte Reihe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja auch noch größer machen, auch mehr Maschen nehmen oder weniger. Weiß nicht. Das habe ich so für mich ausgetüftelt. Das ist super so. So. Letzte Reihe. Und dann kommen wir an die Umrandung. Und wir brauchen ja auch noch eine Schlaufe. So, erstmal wieder ein bisschen Faden holen. Bunter geht's auch. Bunter geht immer, sag ich. Wer viele bunte Farben hat, kann ja auch jede Reihe anders machen oder wie Farbverlauf. Das sieht auch toll aus. Und ich mag es immer, wenn eine Kontrastfarbe dabei ist.
Ihr könnt auch nur mit einer Farbe machen. Ist euch überlassen. So, den Rest machen wir jetzt noch. Und dann zeige ich euch, wie das auch an Ecken gehäkelt wird, damit das ein bisschen schick aussieht und nicht so, sag ich mal, nicht so spannend. Das ist ja dann auch immer noch eine Masche mehr, eine Masche weniger. So, jetzt wieder die Ecke. So, jetzt könnt ihr eure Hand auflegen und wem es noch nicht groß genug ist. Also ich würde sagen, für meine Hand reicht das. Also wir erinnern uns, ich habe 26 Maschen gemacht, 2 in die Höhe, für 2 hoch, in die dritte zurück, so dass es dann 24 sind. Und jetzt sind wir an der Ecke. Wir machen diesmal 3 Luftmaschen als Höhe und am besten gleich in die nächste. Das lassen wir jetzt erstmal aus. Hier sind wir schon gewesen. Machen wir ins nächste rein. Und jetzt machen wir Stäbchen, also nehmt auch wieder eine Schlaufe auf die Nadel. Deswegen dürft ihr auch nicht am Ende machen. Wenn ihr nämlich hier reingeht und ihr habt das Ende, dann zieht es euch die ganze Arbeit wieder auseinander. Und dann müsst ihr gucken. So. Man sieht das hier schön, dass überall so wie eine Reihe Maschen ist, wo man rein kann. Hier rein wieder. Ja, wenn man das dann so zieht, seht ihr das? Das wird dann richtig schön. So bekommt das auch alles Festigkeit. Man versucht hier 2 Maschen zu erwischen. Ich hoffe, ihr seht das richtig schön, dass ich hier 2 erwischt habe. Und immer schön die Stäbchen machen. Hier daneben ist wieder eine. So. Und da, jetzt hier rein. Ich kipp's euch immer mal rum, dass ihr seht, dass man 2 erwischen müsste. Hier rein. Dann seht ihr auch, hier waren wir jetzt. Jetzt hier ist das nächste. Ja, man bekommt einen Blick. Man muss das bisschen üben. Aber man bekommt einen Blick, wo was hin muss. Seht ihr das, wie schön das aussieht? In jeder Reihe ist dann ein Stäbchen. Dann hierhin. Wenn es euch zu wenig sind, könnt ihr auch 2 machen. Also, ich habe das eben so für mich entschieden, dass ich nur 1 möchte. Aber dann macht 2 zusammen abgemascht, weil sonst wälzt sich das. Gut, der ein oder andere mag das vielleicht ein bisschen gewellt. Ich mag es nicht. Ist ja kein Untersetzer, ist ja ein Topflappen. So. Fallt nicht ins gleiche Muster zurück und wollt halbe Stäbchen machen. Ja, immer durch 2-mal durch. So, nochmal durch 2. Bis ihr nur noch eine auf der Nadel habt. So, also Umschlag. Hier rein. Hey, nur 1 erwischt. Seht das?
Jetzt haben wir zwei erwischt. So. Immer schön. Immer zwei abmaschen. So. Jetzt fragt ihr euch, was machen wir hier mit dem Rest? Also manchmal lege ich mir das hier so rüber und häkel das hier mit ein. Und manchmal häkel ich es hier unten mit ein. Das kommt drauf an. Und da ich jetzt hier eine Ecke machen will, lege ich mir das hier rüber. So. Und jetzt haben wir noch ein paar vor uns. Habt ihr das gesehen? Muss man ein bisschen auseinanderziehen hier unten. Nicht, dass doch zu wenig sind, bis man runterkommt in die Ecke. So. Jetzt kommt die Ecke. Das hier ist ja meistens die Ecke, gell? So. Wir machen da drei Stäbchen rein. Schön festziehen. Eins. Zwei. Wer möchte, kann jetzt auch eine Luftmasche machen und nochmal zwei. So, aber dann hat man dieses, das. Und das wollen wir ja nicht haben, sonst verbrennen wir uns. Bei einem Untersetzer würde ich das so empfehlen. Das sieht richtig dekorativ aus. Jetzt geht's weiter. Das letzte kommt hier rein, in die untere Masche. So sieht das dann aus. Zwei hier oben hin, eins da unten hin. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil wir nämlich doch auf der Seite weiter häkeln. So, seht ihr das? Das sieht richtig. Und die Ecke ist richtig schön geworden. Und jetzt häkeln wir an der Seite weiter, noch ein Stück. Und dann schneiden wir den Faden einfach ab. Ziehen wir noch mal an zwischendurch oder am Ende auch noch mal, damit da keine, ja, hier unten geht es ein bisschen schwieriger, aber hier sieht das schön, dass man immer durch zwei muss. Das sieht aus wie ein V. Dieses V muss man umhäkeln. So, ich würde sagen, ich ziehe das gleich mal an. So, schneide es einfach ab. Und dann häkeln wir weiter. Bis rum. Und vergesst nicht, in den Kommentaren zu hinterlassen, wie ihr eure Topflappen häkelt, was ihr gern mal von mir gehäkelt haben möchtet. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. So. Seht ihr, wie schön das hier ist? So. Irgendwie geht es ganz schön schwer, würde ich mal sagen, hier unten. Was würdet ihr für einen Rand machen? Wäre ja schön, wenn ich von euch mal was sehen würde. Also wer in meiner Gruppe ist oder wer das sonst mit mir Kontakt hat und mir dann zeigt, wie schön das aussieht. Ja, jetzt sind wir wieder an der Ecke. Jetzt ist wieder das. Also eins von gerade. Und dann müssten wir
noch eins hier reinkriegen. So, jetzt haben wir zwei. Und das dritte machen wir hier daneben. Und dann können wir schon hier hocharbeiten. So. Ja, man muss schauen. Die Reihe hat jetzt eins, jetzt geht es in die Reihe rein. Und immer versuchen, dass ihr zwei von den Fäden erwischt. Hier habe ich nur ein. Na, da ist die Masche hier daneben. In die müsste ich nämlich. So, erwischt. So, jetzt hier rein. Sieht doch schick aus, hä? Jetzt hier rein und dann zeige ich euch, wie ich die Anhänger mache oder Aufhänger, weiß nicht, was ihr sagen wollt, Aufhänger oder Anhänger, keine Ahnung. So, wir holen uns mal noch ein bisschen Faden. So. Nur eins erwischt, seht ihr das? Okay, da muss das hier rein. Ja, wenn man nur eins erwischt, dann hat man die falsche Masche erwischt. Und dann muss man daneben rein. In der Reihe hat man ja dann schon eins, gell? Ja. So. Hier rein. Daneben. Bisschen sehr eng. Naja, aber hier sieht man, dass eng doch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Achso, hier waren wir schon ins nächste. Wobei uns kommt jetzt endlich mal die Sonne nach Tagen. Hat es bei euch auch so schlimm geregnet? Mensch, das war ja nicht mehr auszuhalten. Keine Sonne. Oh, ich brauche Sonne. Müssen wir nachher noch Spaziergang machen. So, jetzt haben wir gleich die Ecke. Und von meinen ganzen Restern, da kann ich dann noch eins machen. Und dann habe ich wieder zwei Topflappen. Ich habe nämlich dieses Jahr so viele verschenkt und habe so gar keine für mich gemacht. Aber es ist ja meistens so. Geht es euch auch so? Ihr macht und tut für andere und dann Hilfe, Finger verbrannt. Oder Mann, jetzt habe ich für jeden Strümpfe gestrickt. Wann bin ich mal für mich dran? So. Ja, vergesst euch nicht. Das haben so Mütter an sich, dass die immer an sich denken, wenn alles zu spät ist und denken, ach, hat es wieder nicht geklappt. Na gut, jetzt kommt die letzte. Irgendwie sehr schwierig hier hinten. Da habe ich zu fest angezogen. Na. So. So. Und wenn ihr euch erinnert, hier hat man plus eine drin. Jetzt haben wir hier schon eine. Also eine von da, eine von da. Machen wir noch eins da rein. So. Und dann in die oberste mit einer Kettenmasche schließen. Und dann machen wir noch eine Kettenmasche und noch eine. Und jetzt machen wir 13 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 Wenden die Arbeit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habt ihr das gesehen, wie ich gezählt habe? 1, 2, 3 bis zur Ecke. 1, 2, 3. Dann müssen wir hier rein. Ihr könnt ja auch von der Seite nochmal zählen. Ah, hier ist ein Fädchen. Weg damit. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und mit einer Kettenmasche schließen. Wendet die Arbeit wieder. Stecht ein, macht noch eine Kettenmasche und eine für die Höhe. Und ich mache dann immer auch halbe Stäbchen hier. Eins. Ah. Okay. Nochmal zurück. In die, wo die Kettenmasche ist, macht ihr noch eins mit rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Jetzt erinnert ihr euch, wir haben ja 13, also macht ihr jetzt in die hier 2 rein. In die siebte 2. Und dann wieder 6 zurück. 1. 2. 3. 4. 5 und 6 und noch eine Kettmasche mit in die gleiche. So. Und in die auch eine. Dann könnt ihr entweder noch eine machen oder abschneiden. So. Den Faden durchziehen. Und jetzt verhäkelt ihr das. Die Reste. Ja, ihr könnt auch eine Nähnadel nehmen. Wer möchte, kann das auch vernähen. So. Und schon ist unser Topflappen fertig. So, ganz einfach. Passt super. Und hiermit wünsche ich euch Tschüssi, einen schönen Tag. Und jetzt habe ich noch Reste übrig und davon werde ich mir gleich noch einen machen. Also Tschüssi, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.